Moin Leute, was geht ab? Wir sind zurück in Lethal Comedy zusammen mit der Gruppe mit Kevin, aka Papaplatte, Strobel, aka Strobel und Rätsmann, aka Dominik. Wir spielen Lethal Company mit Mods, die etwas seltsam sind. Kurzer Breakdown, wie Lethal Company überhaupt funktioniert. Ihr steigt mit 4 Leuten in ein Schiff ein, landet auf ihrem Planeten, lootet verschiedene Items und probiert währenddessen nicht von den zahlreichen Monstern, Würmen, Fallen, Blitzen, Überflutungen und so weiter und so fort getötet zu werden. Probiert die Sachen rauszubringen, liefert sie ab und bekommt Geld, mit dem ihr Sachen kaufen könnt und weiterspielen dürft. Wenn ihr es nicht schafft, dieses Geld zusammenzutreiben, dann habt ihr verloren und müsst quasi komplett von vorne anfangen. Und mit dem Wissen jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich muss sagen, wirklich so einmal die Woche so Lethal Comedy mit euch füllt so komplett mein Autismus-Store irgendwie. Meins auch. Mein ADS-Store, Digga. Es ist kranke Scheiße. Digga, danach gehe ich 3 Tage ins Schweigekloster irgendwie. Ja, man, real talk. Junge, ihr kommt ja alle in Lethal rein? Spielt ihr alle eine Runde Lethal mit mir? Jede Lethal. Ich hätte gern, dass ihr jetzt eine Runde Lethal mit mir spielt. Ja, Mann. Schaut ihr rein? Ja, chill. Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Make yourself Das ist krank, Junge! Spring mal, spring mal, spring mal! Hey, twerk mal, drück mal 6 oder so! Hey! Alter, was seid ihr denn für Geile? Boah, sind das dicke Hupen. Holy shit, wie lang bleibt man stehen? Alter! Damn! Melonensteil. Whoa, what? Yo, damn, Daniel! What the fuck? Das ist so krank. Warte, bleib so. Das ist die krasseste Mod. Das ist so dumm, Junge. Wie wir das jetzt installiert haben. Schau mal, wie dieser Brustgurt einfach gar nicht mehr auflegt, Alter. Der schwebt einfach nur noch hier. Wer hat sich das ausgedacht, Junge? Ey, Kevin, du bist übrigens gemutet. Fick dich. Mach mal so links rechts. Du bist im Discord. Oh, sorry, ich lief hier. So, jetzt. Ach. Mach mal so hoch runter. Warte, wie ist der hier? Das ist so krank. Das ist kranke Scheiße. Hey, irgendwer hat sich hingesetzt und das Ding gemoddet, ne? Der hat sich das wirklich ernsthaft überlegt. Ey, das ist Human Centipede. Wie macht man denn den Tanz? Also. Ey, warte, warum ist dieses Push-Ding? Das ist ja mega nervig. Mach mal, dass wir alle Arsch an Arsch gehen. Wird man sich gegenseitig wegwidern. Mit E. Wenn ihr E drückt, dann pusht ihr euch. Das ist krank. Das fuckt ja so böse ab, oh mein Gott. Okay, geil, das wird eine richtig scheiß Runde, ich merke schon. Das wird eine richtige Scheiße. So viele Leute sterben, ja. Alright, Männer. Wir haben einen Traum. Right? Digga, wie die Titten wackeln. Wir sind keine Männer mehr, wir sind jetzt Frauen, okay? Okay, Weiber. Mädels, assemble. Kommt alle zusammen, Mädels. Mädels. Mann, Chef Strobel wieder am Handy, Bro. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich krank, ne? Alter, Mädels, wir haben einen Traum, okay? Ja. Unsere Männer haben es nicht geschafft. Ja. Aber wir schaffen es auch wieder. Wir werden gut machen, was die verkackt haben. Wie gehen sie erwähnen, Mann. Alter? Ich werd Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run this mother? Girls. Ey, was ist denn das? Guck mal, da wird nur getwerkt auf dem Ding. Aber die Kamera ist hier besser, ne? Das sieht geil aus. Ja, die Helmkamera ist bessere Qualität. Geil, ja. Viel besser. Ja, ey, ist das scheiße. Bro, du hast sogar High Heels an. Das ist so scheiße. Warte, haben wir wirklich? Ja, wir haben so. Alter, ja. Bro, ist das scheiße. Okay, dann landet mal ihr Wichser. Jatt. Okay, ja, komm, Landung. Ja, aber wo denn? Jatt, Sand, Eis.
Wir gehen in die Landung, Mandung. Hast du schon Sachen gekauft? Hat jemand schon Sachen gekauft? Ist das krank? Ist das krank? Nein, nein, wir haben Sachen gekauft. Nein. Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run the world? Girls. Who run this mother? Run this mother. Run this mother. Girls. Who run the world? Girls. Run the world. Girls. I'm so baby the only. You're my only. Ich hasse diesen Squad so sehr. Leaving if the sky is falling down. Damn, damn. Alter, Rolliger, danke für den 11. Lachsbande, danke für die 10. Danke für die 10, Lachsbande. Woo! Right foot, left foot. Wie denn du musst machen, weil du Leader bist. Achso, was muss ich machen? Starten oder was? Einfach starten, ja genau. Junge, jetzt kommt Papa Platte View 64 und schreibt HDF. Fresse hier. Alter, wie die Möpse wackeln. Junge, die Titten! Was geht ab? Schaut mal! Hä? Oh mein Gott, Jungs. Warum? Alter, sind die am Shaken? Mann, ich kann das nicht mehr, das ist so scheiße. Das ist doch Who run this, Matta? Okay, Freunde, volle Konzentration. Wir müssen auch für die nächsten Runden mitarbeiten. Haben wir gekauft oder nicht? vier Walkie Talkies. Warum sind die Anzüge so hell? Hä, leuchten die bei euch auch so krass orange diesmal? Nee, Bro, die sind so knallig. Ich bin rallig. Who run the world? Wow, bin sprachlos. Oh. Alter, Wieland! Ich hab's erwischt, Junge. Ey, ich kann nicht mehr, Leute. Es ist zu viel. Alright, let's go. Ey, so spielen wir jetzt halt wirklich, ne? Ja, ja. Boah, warte. Dein Knagasch geht vor mir, die Leiter. Beste Motte, die ich je geerdet habe. Ich geh direkt Feuer-Exit. Ey, ich geh ins Schiff. Ich kann nicht mehr. Ach, scheiße. Ey, ich hab... Kennt man da irgendwas? Das sieht nach Fake aus. Der neben dem Stuhl ist der richtige, muss ich mir merken. Ich bin tot. Warum? Geh da weg, da ist so ein riesen... Ja, er kommt! Ja, Bro, was sollen wir machen? Du musst die Tür zumachen! Bro, der Planet ist arschritzig, hier ist nichts! Machen, Bro. Ich oder Wieland? Wieland, machen wir Walkie-Talkie an, bitte. Hallo? Wie das aussah. Ja, er kann dich hören. Okay, alles klar. Dann leite uns mal, Bro. Wie sieht's aus? Ja, dann geht rein. Ihr müsst reingehen. Schnell, Bro. Holy shit. Lass mal Fire Exit rein. Wir gehen Fire Exit rein. Wir versuchen und ich sag euch direkt schnell. Wir versuchen mal Fire Exit reinzugehen. Okay, alles klar. Warte auf mich mit den großen Titten.
Okay. Boah, weißt du, was geil wäre? Würde ich so ein Anime-Mod rausbringen mit so einem riesengroßen Ubu-Girl. Abgelehnt, Strubbel. Komm in der Sai. Arigato, Onisha. Okay, Wieland, lauf mal geradeaus. Was bitte, wenn ich das hier öffne, bin ich tot? Ja, das darf ich öffnen. Das kannst du mal öffnen. Du kannst jetzt geradeaus bleiben, trust me. Das ist Monster, du musst gehen auf die Treppe hoch. Oder runter, was immer da ist. Das ist nur ein Schrein, der langsam zu kommt, glaube ich. Darf nicht zu ganz umdrehen. Du musst hoch. Boah, ey, wir sind tot, wenn wir da reingehen. Hast du irgend so einen Schrein? Kannst du den dodgen und dann da vorbeigehen? Ey, Kevin, wir können da nicht rein, weil da ein riesengroßes Kindteil unterwegs ist. Nein, 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 Wieland macht das gerade. Okay, Wieland hat's schön. Jetzt links, Bro, links ist Seite. Da ist auch Luft, da ist auch Bro. Was ist das? Das Ding ist so over, ne? Das Ding ist so over. Ist die hochgegangen, weil... Ja, ich glaube auch, der Nussknacker. Der Schrotflinte, der stolziert hier rum, hat Items gehabt. Ich muss kurz aufs Loch, ich geh kurz aufs Loch. Redmann? Ja, das ist ein riesen Problem. Ein Blob. Ja, es ist nicht nur ein Blob, es ist auch. Ey, Bro, ich kann nichts machen. Wir können vergessen. Das sind 8 Mobs. Ja, hier ist so ein Fressviech ist hier noch, ja. Das sind 8 Mobs. Ich kann nichts mehr machen, ich muss zurück. Ich bin 1 HP. Okay, und wieder hinten. Habt ihr noch irgendwas Itemmäßiges dabei? Nee, ne, ich hab gar nichts. Bro, für mich ist Feierabend. Bei mir geht nichts mehr. Redmann, willst du es noch einmal riskieren? Ja, die Frage ist, bringt es uns mehr, wenn ich riskiere, oder bringt es uns mehr, oder was ist schlimmer, wenn ich sterbe quasi? Also, Bro, da ist noch nicht schlimm, wenn du stirbst, wir haben noch nichts, du kannst reingehen. Da ist dieses Viech. Okay, dann kannst du mir ansagen, auf den Gang, wenn ich reingehe, wo lang und so. Der Nussknacker, Schleim und so ein schnelles Ding. Das ist Feierabend, da geht nichts. Was hast du gesagt, Redmann? Soll ich Hauptgang rein oder Feuer, Exit? Geh mal Feuer, Exit auf safe. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen wild hier, Bro. Ich versuche jetzt mal nochmal zu leiten, Bro, ja? Mach mal. Willst du es nicht selber nochmal tryen? Du kannst eigentlich risken. Soll ich vielleicht, das nur? Also für ein Hit von allem, ich bin tot. Naja, okay, dann warte mal vor der Tür, wenn Dominik Sachen dir rausbringt. Ich glaube, das ist geil. Bist du schon drin, Rietzmann? 30 Sekunden. Ey, Schiffstuhl, geh mal zur Tür, falls er dir da Items hinbringt. Dann kannst du die hier herbringen. Ohne Taschenlampe, oder was? Ja, brauchst du eigentlich nicht. Lass alles hier und dann hol die Sachen. Ich hab jetzt so Walkie-Talkie dabei. Okay, ich geh zum Feuer-Exit jetzt rein. Ja, alles klar. Das ist real, echt? Okay, alles klar, du musst geradeaus und dann labert links, Scheiße. Dann links an der Wand, die linke Wand kann. Nicht die, Bro. Nein, nicht in dem Raum. Da ist eine Tür, Bro. Da kommt Mob, Achtung, warte noch. Jetzt kannst du, nein, du kannst. Warte, komm, komm. Okay, du musst gefickt, Bro, glaub ich. Okay, du musst unbedingt aufgehen. Oder? Na, Rätsmann, ja. Hat funktioniert? Das war's. Hallo, ich wär last. Ja? Boah, ist das schade. Digga, das ist so, warum sind die Runden so schwer, Wieland? Das geht nach, Alter. Ich weiß nicht. Das ist der vor mir Geburtstag. Das ist der einfachste Planet, wir werden nie gefickt von vorhin. Wann hast du Geburtstag? 26.01. Oh, schön, ja, Mann. Ich hab am 24. Der hat auch einen Kollege von uns und Kuba hat am 27.01. Wie witzig. Reden die gerade über den Geburtstag? Wegen am 23. What the fuck? Meine Mama hat am 20. Junge. Komm mal nach Hamburg, wir feiern. Wann hast du Geburtstag, Rätsmann? Erst im irgendwann Mitte. Das ist schlimm, ist die erste Runde. Ja. Sag ich, feierst du in der Woche, ne? Bro, wir haben 18 ja, wir haben verschissen. Dinger, wir haben verschissen. Ja, wir sind im Winterurlaub. Ah, Digga, sonst hätte ich dich eingeladen nach Hamburg mit Kuba und mir. Easy. Boah, scheiß Runde, Mann.
Warum lügt ihr alle, Chat? Leute, wir haben gar kein Geld. Das war ein unlucky Spawn, I guess, oder so. Das war wild auf jeden Fall. Ich mach einen anderen Planeten. Ja, nicht schlimm. Einfach nochmal rein. Wie lange willst du einmal drin bleiben oder wollen alle reingehen? Ich würde nochmal. Eigentlich ist es schon geil, wenn einer hier bleibt. Ich kann auch hier drin bleiben. Kein Stress. Ja, willst du es mal tryen, Rätsmann? Ey, stell dich mal hier hin, das ist geil. Dann kannst du hier bei dem weißen Knopf mit den Bildschirm switchen. Und dann siehst du hier auch die Kamera, was wir machen. Ja, ich stehe immer da, wenn ich euch beobachte. Achso, das wusste ich nicht, okay. Welcher weiße Knopf? Hier links ist cooler. Hä? Welcher weiße Knopf? Hier, Bro, am linken Rand. Braucht wer was? Ich brauche ein Walkie-Talkie, dass ich mit euch reden kann. Hä? Okay. Ich bin dumm. Ah, hier. Wieland, warum hast du so einen anderen Helm? Könnt ihr eigentlich auch auswählen. Das bin ich. Okay, let's go. Wir machen es jetzt. Jetzt machen wir es. Wir machen alle Fehler gut. Alle. Das ist der richtige Weg, oder? Wo kommt denn der Scheiß runter? Ich bin hier. Greifen die uns an? Das ist ein Romatras. Da vorne, da wo das Gesicht ist. Ich geh schon mal rein, Männer, ja? Aha. Ich geh rein. Ey, bleibt diese Runde jemand im Schiff oder gehen wir alle rein? Hey, cool! Wo kommt denn das? Da. Ah, hier. Hey Lena, danke für den Prime. Monate ist crazy. Hier hat gehört. Hallo? Also da wo du bist, ist gar kein Loot aktuell. Ah doch, nevermind. Geh nochmal zurück, wo du gerade warst. Runter. Ja, jetzt links um die Ecke. Hinter dir kommt ein Mob. Typ soll sich mal ficken gehen. Wer bist du?
Ich bin's. Wichser. Ey, hier sind überall diese Springwichser. Hier Dings, die sind überall Feier. Ja, ich weiß. Ah, nein, ey, Bro, bitte sag, dass da jemand kommt, dreh zwar. Ah, bitte! Boah, so Schoko-Cashews sind übergeil, Chat. Die ganze Hand klebt, aber die sind so lecker, die Schoko-Cashews. Meine Fresse. Kann ich den Braken töten? Ist over. Hier Wieland, du musst ihn einfach nur im Auge behalten, ne? Lauf einfach zurück. Ich versuche dich zu leiten. Irgendwie lauf einfach rückwärts. Ich sehe leider selber nicht, ob du aufs Schiff gerade zuläufst oder nicht, Bro, aber lauf einfach mal rückwärts. Gönn dir. Sick. Ist nice. Bisschen mehr nach links. Stopp, stopp. Er ist in Erdrinks. No way. Ja, Bro, das kann ich nicht sehen, Bro. Ey, Bro. Oh Mann, ey. Ey, aber Rezmann hat wie eine Strudel mich auch so verkauft, ne? Dann machen wir's, wa? Er hat nicht seinen Buch gegeben. Haben wir schon irgendwas? Bro, der Run ist so tot, oh mein Gott. Weil das hier verlieren wir alles dann, right? Ist er nicht. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch nach dem Tag? Ja, nach dem Tag haben wir noch einen weiteren Tag. Ist weg. Oder? Haben wir noch zwei oder mehr einen? Wir haben noch einen danach, glaube ich. Ich glaube, das war der zweite Tag. Boah. Digga, ist das crazy. Wir haben auch gerade kein Glück, ne? Also. Ja, wir sind echt ein bisschen unlucky, Mann. Boah. Holy shit, Digga, beim Spawn. Bro, ich wollte so gucken, was Wieland macht, ne? Okay, was machst du? Nee, zwei Tage. Wir können doch zweimal landen. Ey, Chef. Das war unlucky, Bro, aber ich sehe auf meinem Bildschirm nicht, wenn... Ich glaube, er ist AFK. Ich sehe auf meinem Bildschirm halt nicht, wenn du die Treppe runter jietest mit 100 km/h, Bro. Sehe ich nicht, ob da unten ein Ding ist. Kevin, bei dir war unlucky, Bro, konnte ich nicht machen. Und Wieland bei dir war halt auch unlucky, Bro. Die Map ist halt einfach scheiße. Ich hab nicht gesehen, wo das Schiff ist, Mann. Ja, mach dir keinen Vorwurf. Ey, ich mach mir schon ein bisschen Vorwürfe, muss ich sagen. Nein, du machst dir keinen Vorwurf. Ich hab versucht, mein Bestes zu geben, weißt du, aber irgendwie hab ich nicht genug. Schau mal an die runter, Bro. Alles und dir ist genug. Wow, okay. Ey, bei dir aber auch, Bro. Danke. Chef, falls du mich hören kannst, kannst du aufhören, den Designer von dem Schuh zu erzählen und weiter mit uns das Spiel spielen? Dicker, er zeigt gerade natürlich irgendwelche Schuhe. Tut mir leid. Tut mir leid, ja, ich war. Alles gut, Bruder. Ja, auf meinem Kanal kommt der Vlog. Okay, wir können weitermachen. Ich kann wenn gewollt, den Guide machen. Ey, Chef, kommt eigentlich auf deinem Kanal bald ein Vlog und bringst du bald Armsleeves raus oder so? Ich weiß nicht, erzähl das noch ein paar Mal. Kevin, du kriegst 10 Armsleeves umsonst. Romata nur einen. Wofür braucht man die? Kannst du über deinen Kock drüber stülpen. Und Rätsmann auch. Nee, die sind zum Zocken, also die sind richtig geil.
Zum Zaun Arm-Sleeve. Das ist ja schick hier. Ja. Geil. Ich würde das haben die Charaktere für ausprobieren. Ja, mach gerne. Ich würde es mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das so meins ist, sag ich dir ehrlich. Ich schick's dir, wenn du es nicht brauchst, dann verlost oder verschenkt, whatever du willst. Okay, mach ich. Ja, korrekt. Ich schicke dir einfach beiden, denn ich kann dir dann. Ich schick dir einfach jedes Design einmal zu und dann, wenn du es gar nicht brauchst, schick's für. Leute, wir haben kein Geld, ich geh einfach rein. Tschüss. Easy. Okay. Haben wir wirklich gar kein Geld? Oh, wir haben was kaufen. Nein! Hey! Ey, was soll das denn immer? Scheiße, welche Seite war der richtige Fire Exit? Der hier, ne? Bro, wo ist der Springhurensohn? Ey Leute, ich hab schon übel viel Geld. Hallo? Können die Treppen? Können die klettern? Junge, was ist Warfling bitte für ein Emote? Na, respektlos oder was? Ach du Scheiße, ich hab was vergessen. Was kann ich machen dagegen? Hm.
Da zuzuschauen ist auch übergeil. Das ist so geil chaotisch, ich fass es, ich pack's nicht, Alter. Das ist so geil. Das Ding ist so over, ne? Der wird gleich so derbe von einem Spring-Typen gefickt, Alter, pass mal auf. Da kommt gleich so ein Springer angerannt hier. Der ist schon der Erste. Oh! Oh! Echt scheiße, ne? Kommt der bis ins Schiff? Nee, ich glaube nicht. Wollen wir nochmal los, oder? Ja, da liegen noch Sachen. Vorne ist auch ein Bienenstock, ne? Leute, wir haben eigentlich genug, ne? Wir haben Quota 1 erreicht. Wir können aber noch mehr Cash mitnehmen. Wir können auch noch einmal landen hier. Wir können noch einmal landen, ne? Wir müssen nicht direkt abgeben. Kannst du machen gleich recht nach der Runde. Ja, mir egal, aber wir warten noch auf Kevin und Rätsmann, ne? Die sind beide tot, Bre. Was? Ah, ne, stimmt doch, oder? Die bewegen sich doch nicht mehr. Bewegt doch einer. Ne, Rätsmann bewegt sich ein Scheiß. Kevin bewegt sich doch. Kevin bewegt sich! Stimmt, Kevin lebt noch. Cool. Ich sag, der stirbt. Ich sag, Kevin überlebt's nicht. Was trägt Kevin eigentlich, dass es so leuchtet? Ernst ohne Mod geiler. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das so wie wir es gerade haben, ist viel zu brutal. Digga, es tiltet übertrieben. Das ist die erste Runde. Holy shit. Ich finde aber den ersten Trade, den wir gemacht haben, war perfekt. Da fand ich es übel geil, dass es schwer war. Ja, ich glaube, wir haben aber einfach jetzt Pech. Jetzt gerade ist es irgendwie insane. Ich glaube auch, wir haben Pech. Bro, als ob zweimal überall diese Springheads sind, ne? Kommen wir hauen ab. Ich glaube, wir haben ja, genug. Crazy. Aber wir haben es schon wieder geschafft. Ich glaube nicht, dass... Oh, wir haben genug. Ja, oh mein Gott, saved. Boah, Alter, ich dachte, wir haben es nicht geschafft. Yo, GG. Oh mein Gott, crazy. Alter, wir müssen, glaube ich, ohne die Hardmod spielen nächstes Mal. Ja. Das ist viel zu kranke Scheiße. Also dieser Coilhead ist die ganze Zeit unterwegs. Da sind so viele Mods unterwegs. Naja, es ist krass. Wir haben viel zu viel. Ich habe auch ein FPS gerade oder so nur. Boah. Ja, besser Rechner mal holen. Ah ja, wieder. Ich habe sogar noch was im Inventar. Geil, wir haben noch mehr Alter. Als das, was wir gerade haben. Ja, wir haben sogar noch einen Try. Ach, Digga, ja, easy, oh mein Gott, easy, das schaffen wir noch. Aber ich würde mal auf einen anderen Planeten. Können wir kurz bevor wir landen auf Toilette? Ja, mach. Okay. Welcher von den Assurance ist geil, ne? Ist das krank. Chat, welcher ist geil? Von den ersten drei? Wir können nicht zum selben. Una. Digga, wo ist Chef? Ach, Digga, er versteckt sich. Ey.
krank, scheiße, Mann. Ey, Wieland, hast du das gerade mitbekommen? Was denn? Oh, bist du gemutet noch? Ah, ich bin noch gemutet. Ja, ich hab gerade erst geredet. Ich hab euch zugeschaut, wie ihr da... Kevin wollte diesen Facehugger baiten. Ja, ja, ich der Facehugger gesehen. Ist aber, der Facehugger ist auf mich aber dann drauf. Ja. Und ich musste, aber du siehst ja nichts mehr, der Bildschirm ist komplett schwarz. Ja, ja. Also. Und anstatt dass Kevin mir halt sagt, wo der Ausgang ist, weil wenn du durch den Ausgang gehst, sterben die, ne? Ja. Anstatt dass er sagt, wo, sagt er, lauf links, lauf rechts oder so, das war ein Treppenhaus, sagt einfach nur, komm, hier zu mir, hier zu mir. Sagt er achtmal hier zu mir. Oder mein Bildschirm ist schwarz, ne? Echt, muss ich mich kurz am Rücken reißen, Alter. Oh Mann, Alter. Wieland, weißt du, ich was sagen? In den 60er Jahren wäre da dafür dem Vater die Hand ausgerutscht. Boah! Das ist krank. Hast du damals mal mit so einem Klopfer, wie hießen diese Dinger? Teppichklopfer? So ein Teppichklopfer. Warst du mit dem Teppichklopfer kassiert damals? Nein, what the fuck, bro? Ich auch nicht, natürlich. Ich wurde nie geschlagen als Kind. Ich auch nicht. Gott sei Dank, Alter. Ja. Cringe, wer sein Kind schlägt. Ja. Safe. Ja, ich glaube, die Mord wird uns nochmal bumsen gerade. Aber egal. Aber wir haben gut Geld, also es ist nicht so scheiße, wie man sich denkt. Wir haben schon. Ja, ein, zwei Leute werden halt immer so Turbo gefickt pro Runde, aber der Rest kann halt dann was rausholen. Guck mal, wir haben hier gut, wir haben hier über 400. Sorry, bin wieder da. Alles gut. Ich bin da, wir können gerne landen, wenn ihr wollt. Gut, ich weiß, let's go. Alle da sind. Wieder ein chilliger Planet. Mit Tarkov irgendwie drauf, geisteskrank. Ich glaube, das geht nicht, oder? Irgendwie können wir vergessen. Wir müssen baiten. Wer kann Baitan-Maitan spielen? Ja, so wie geht denn Baitan-Maitan? Dann baite du, wenn du weißt, wie es geht. Ich baite jetzt gleich weg, dann musst du gleich das Ding hier, okay? Ja, mach. Geile View von dir oben. Hä? Hä? Was machen die denn? Die hauen nicht ab? Jetzt kommt nein, wir müssen erstmal hier oben das Zeug holen. Bevor das wieder wegfliegt. Ich hab's! Achtung! Mayday! Ist doch überschlecht, oder? Ist doch überschlecht! Hallo? Das ist schon lange nicht mehr Weihnachten, Alter. Die könnt den Scheiß mal ausmachen. Einfach verkauft. Der Mann, Alter, der Mann nimmt das nicht mehr ernst. Der will die Quota nicht hitten. Hinter diesem Turret, linke Seite. Lebst du noch? Ja. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Holy shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Warum? Ich bin hier runtergesprungen. Aus Versehen. Und hier sind 15 fucking Turrets, Alter. Zwei Turrets, holy shit. Ja, unten links das Event ist Turret-Terror. Das ist diese krasse Mod. Wir haben jetzt sehr viele Turrets. Oh mein Gott, hier sind so viele, holy shit. Glaubst du, kommt man der vorbei an dem da? Ja, watch this, pass auf. Mach. Ich komme direkt hinterher. Das ist aber eine Mine, ne? Pass auf. Wieland, hier ist nichts!
Also nochmal, das war easy, I guess. Da ist nichts, da können wir hoch, ne? Aber wie kommen wir hoch? Oh. Du kannst auch. GG's, GG's. Aber der ist tot. Ey, Jungs, wir müssen auch diese Terror-Mod zu spielen. Lass mal bitte ohne dieses Ding, Mann. Alter, ich kann nicht mal diesen Bienen wegrennen, Bro. Die ficken mich einfach. Warum war die Runde so scheiße? Die davor war doch voll easy. Gerade war es so stressig. Ey, ich würde aber sagen, wir bauen einfach für nächstes Mal neue Mods zusammen. Für nächsten Run. Ich auch sagen, Bro, also ich würde jetzt nicht nochmal einen Run starten. Weil wenn das ein guter Run ist, dann geht der auch 2 Stunden. Und das ist jetzt unworthy. Ich glaube, wir brauchen fürs nächste Mal, muss einfach mal Chef Strubbel sich ein Video angucken. Best Mods. Ja. Top 10 Best Mods. Top 10 Best Mods. Top 10 Mods for Lethal Company. Es gibt Run. Wirklich. Es gibt auch so Mod-Packs, die man direkt runterladen kann. Vielleicht sollten wir das machen. Ja. Ja, ich habe, by the way, ein Mod-Pack. Hä? What the fuck? Was ist das? Bro, wir haben das Game gebrochen, Alter. Hä? Bro, hier ist ein Junge. Was? Bro, was ist denn jetzt? Das Event, was wir gerade getriggert haben, heißt When did we get this installed? Bro, was ist das für eine Mod, die wir zocken? Das ist einfach nur ein Turret. Ist das jetzt ein Autogeschütz in unserer Base? Warte mal kurz, wie wollen wir das starten? Warte mal. Aber eigentlich ist es Omega Funny. Einfach mal direkt weggeschossen worden ist. Ich find's auch geil, wie Dominik direkt erst so eine Ansprache gehalten hat über die Mods und dann passiert genau das hier. Ey, warte, ich schieß uns nach oben, okay? Ich bring uns hier raus. Ja. Ist das kranke Last Scheiße. Last Man Standing. Rita, ist das kranke Scheiße. Nein! Oh mein Gott, Alter, liebe Grüße an alle Leute.